So, Freunde, wo sind wir denn? Folge 4. Gut, es geht lustig, munter weiter mit Bohren und Sägen. Ja, hilft ja nichts. Den Planger werde ich reinsetzen, den Launchbutton. Und dann die einer ist Coin, einer ist Start, ein Button ist Pause und einer Escape. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ob ich alle vier hier untereinander hin mache oder bloß zwei und zwei unten hin. Ja, das überlege ich mir noch, wie ich das genau mache. Was zwischendrin auch noch gemacht wird. Die Eckleisten, damit man nachher dann die Füße ordentlich an die Kanten hinschrauben kann. Und die Leiste, ja, ganz hinten hin. Auch schon für das programmierbare LED-Dings da. Die Nutren, das kommt heute auch noch oder in diesem Video. Was nehme ich mir noch vor für dieses Video? Löcher im Boden. Für den 200 mm Lüfter, eventuell eben für die hier, das weiß ich ja noch nicht, und für den Subwoofer, die Kiste werden wir dann eventuell auch gleich fixieren, dass die dann ihren festen Platz hat. Da kommt nämlich auch ein Loch nach unten rein. Ja, und dann auf alle Fälle für den On-Off-Schalter oder Stromanschluss. Irgendein Loch war das noch, was wir da brauchen. Naja. Gut. Leute, ich lege jetzt los. Ich zeichne mir das an. Bohr das alles. Säge das alles. Also hier muss ich auf alle Fälle für das Dreiecksloch sägen. Das andere wird gebohrt. Muss ich eh noch die Löcher gucken, was ich brauche. Und wenn es dann soweit wieder mal fertig ist, hole ich euch wieder hinzu, weil ich da rausmesse und anzeichne und bohr und schnibbel. Ja, vielleicht lasse ich da mal kurz dann die Cam mitlaufen, aber ansonsten, wenn es fertig ist. Tada, und wieder was geschafft. Schieblehre sagt, passt wunderbar. Der Launchbutton passt auch wunderbar. Super. Nächste Geschichte geschafft. Ja, dann werde ich wohl auf die andere Seite rübergehen und die kleinen Buttons machen. Genau. Ach so, hier, ja, Riesenloch. Passt. Wunderbar, super, spitze, gefällt mir. Weiter geht's. Seltsamerweise ist der unterste näher zusammen.
habe ich mich wohl irgendwo verrechnet. So eine Scheiße. Naja, gut. Das macht jetzt auch nichts. Das ist halt jetzt so. Aber komisch. Ich habe um 20 mm verrechnet vorher. Scheiße! Ja gut, das passiert, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Escape-Button und was habe ich vorher gesagt für einen Button? Start, Coin, Pause. Pause und Escape. Macht gar nichts. Ist jetzt so. Warum habe ich hier jetzt mit den Fräsern und so lange rumgetan? Ganz einfach. Die Schalter haben hier einen kleinen Absatz. Und dass die ordentlich hier drin versenkt sind. So gefällt mir das viel besser, als wenn man hier jetzt noch so ein Zwischenstück drauf tun täte. Weil das gefällt mir ja gleich gar nicht. Gut. Leute. So langsam. Nimmt das Ding jetzt wirklich Gestalt an? Warum konnte ich jetzt eigentlich so schön weitermachen, wo ich doch gestern gesagt habe, es geht jetzt dann nichts weiter? Ganz einfach, da muss ich mich beim V-Pin-Shop, beim Sven, recht herzlich bedanken für die Unterstützung. Er hat mir ein paar Maße zukommen lassen. Ja, und nach denen habe ich jetzt ganz einfach gearbeitet. Aber außen die Flipper-Buttons, das bleibt, dass ich die erst reinbohre, wenn das Ding einmal auf der Füße steht und ich das an meine Hände angleichen kann. Gut, Leute, dann geht's. Boah, hier mit den Bodenbohrungen weiter. Heißt wieder viel Segen und so weiter und so fort. Aber jetzt blase ich erstmal das Ding hier fertig aus, tue es aussaugen, dass einmal der grobe Dreck draußen ist. Von vorne ist er soweit fertig. Vielleicht noch ein bisschen mit dem Schleifpapier nacharbeiten. Es liegt ja auch da vorne die gelbe Ecke. Ja, und dann wäre die Front soweit fertig. Leck mich am Ärmel, da geht ja richtig was vorwärts. Ja! Weiter geht's. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal hier hinten war. Samstag, Sonntag, keine Ahnung. Heute haben wir auf alle Fälle Dienstag. Ja, und es geht mit den Bodenlöchern gleich weiter. Welche, zeige ich euch. Jo, weitergehen soll es mit dem großen 200 mm Lüfter. Und natürlich den passenden Gitter dazu. Was natürlich von unten hinkommt. Und danach kommt dann hier gleich das Loch für den Subwoofer daneben. Nein. Ich messe mir das jetzt raus, so ungefähr, wo das hinkommt. Und dann geht es auch schon los mit Sägen etc. pp. Das übliche Spielchen. Der Ventihui sitzt drin. Ich hoffe, dass er richtig rum sitzt. Und dass er auch so rumbläst. Gehe ich jetzt einmal ganz pauschal davon aus. Tja. Dann werden wir den noch rausnehmen, dass der hundertprozentig korrekt, ja, von der Lage ist.
ja, ich möchte es auf alle Fälle, dass es soweit sitzt. Ja, und danach geht es dann schon mit der Subwooferkiste weiter für das Loch, wenn ich die vier Löcher gebohrt habe. Ganz genau. So, da haben wir das gute Stück. Also den muss ich auf alle Fälle auch versenken. Also wird es ein 200, 205er Loch. Und von unten, oder beziehungsweise ich bohre dann auch noch außen vier Löcher durch, weil das Ding spacke ich dann von außen, von unten auch fest. Dann habe ich kein Gurt, nix, das rumfliegen. Dieses Loch richtig nach vorne aus. Tja, kommt der genau hier hin. Und ich kann das schon ausmessen. Und den soweit den Platz fixieren. Tja, und dann geht es endlich mit den Ecken weiter. Ja, anzeichnen, bohren, sägen. Schon wieder. Den Subwoofer haben wir auch positioniert. Ecken habe ich mir jetzt angezeichnet, dass ich nachher noch die Löcher bohren kann. Direkt fixiert wird er dann ja sozusagen auch bei der Endmontage, wenn halt das Zeug dann drin bleiben kann. Hier habe ich nebenbei gerade noch die Eckstücke vorgebohrt, weil die werde ich auf alle Fälle nachher verleiben mit Schrauben fixieren, dass sie drin bleiben. Ja, und dann geht es noch um das hintere obere Teil. Das mache ich jetzt in diesem Video noch soweit fertig. Na, dann wollen wir mal die Dinge in die Ecken reinnageln. Ordentlich einbalsamieren. David hat zwar gemeint, das reicht vollkommen, wenn ich die neiklebe und in die Ecken neidrücke, aber wie gesagt, ich möchte so ein Zeug gerne verschraubt haben. Der ist zwar in dem Falle der Schreiner, aber hat nichts zu melden, so wie ich das hier festmache. Haha. Ich nehme hier jetzt bewusst keinen Akkuschrauber, weil mit der Hand hat man wesentlich mehr Gefühl. So druckt es wenigstens gescheit in die Ecken rein. Der Kleber, was übergequollen ist, den lasse ich ganz einfach. Der trocknet klar aus. Der stört mich nicht im geringsten. Genauso wie hier komplett außenrum. Gibt Stabilität. Gut, dann mache ich jetzt die vier Ecken und dann geht es oben noch mit dem Querteil weiter. Jo, die Ecken werden alle drin. Wunderbar. Die obere Leiste wäre jetzt auch dran, mit drei Schrauben fixiert, passt. Tja, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch von einem 40 mm Loch von unten für den Power Schalter, also dass das ganze Ding dann unter Strom steht. Wo ich das Loch aber rein mache, das weiß ich noch. Ja doch, so ungefähr, wahrscheinlich hinten, wo von außen der Powerbutton für den PC ist, in der Ecke irgendwo, dass man einmal von unten und dann von außen. Aber wie weit der Abstand vom Rand her und so, das kann ich noch nicht sagen, da muss ich noch auf das nächste Materialpaket warten. Ich hoffe, das kommt die Woche noch. Ja, und dann weiß ich auch noch, wächst der Stromzufuhr innen rein. Da kommt ja dann auch nochmal irgendwo ein Loch oder sonst was. Ja, und danach geht es dann auch schon mit dem Innenausbau weiter. Aber was ich noch machen könnte, Leute,
Ich glaube, ich fange an, im nächsten Video den PC zum Zerreißen und zum Zerschneiden. Ja, dass ich dann die Teile, sobald es soweit ist, dann in das Kastell einsetzen kann. Okay, das war's dann mit diesem Video. Alles, was ich glaube ich am Anfang gesagt habe, habe ich jetzt geschafft. Ja, soweit, so gut. Bis zum nächsten V-Pin-Bastelvideo. Leute, wir sehen uns. Und ein Grillvideo habe ich ja jetzt auch noch mittlerweile gemacht. Aber ich glaube, das V-Pin ist vorher draußen.